Die Antifa ist die Anti-Personen-Kult-Liga. Greta Thunberg beauftragt im Namen der zukünftigen Menschheit, der Jugend, die Gesetzgeber und Machthaber der Welt, diktatorische Maßnahmen zu ergreifen. Thunberg traf Merkel. Thunberg informed journalists that she told Merkel to treat the climate crisis as any other crisis. Greta bestellt gute Herrschaft bei der Herrschaft. Greta legitimiert den Gesetzgeber, weil Greta die Stimme ist, die sprechen darf. We ask her, Merkel, to treat the climate crisis like you treat any other crisis, and we told her to face the climate emergency. What we want is leaders. We want people to step up, to dare, to step out of their comfort zones, to prioritize the future ahead of the now, and to be brave enough to think long term and take care of people, said Thunberg. Merkel behandelt Krisen mit Notstandsgesetzen. Krisen lösen den Ausnahmezustand aus. Thunberg verlangt die Ausrufung des Notstandes, um Menschen, die Menschheit in Schutz zu nehmen. Die Schutzhaft ist die ultimative Solidarität. Die eigene Freiheit endet an der Würde des anderen Menschen, die unantastbar ist. Wer nicht solidarisch ist, ist ein Nazi. Der Nazi ist der nationalistische Sozi. Die Solidarität ist ein Miteinander. Unsolidarisches Verhalten zeigt ein Gegeneinander, eine Feindschaft, ein Hass. Unsolidarisches Verhalten ist der Ausdruck eines vorhandenen Vernichtungswillens. Unsolidarisches Verhalten ist unmenschlich, nicht mitmenschlich. Der Nazi ist ein Unmensch. Die Verbrechen gegen die Menschlichkeit sind unmenschlich. Rassismus, Antisemitismus sind unmenschlich, inhuman. Der Nazi ist ein Feind der Menschheit. Nazi bedeutet im Neusprech Egoismus, asozial, unsolidarisch, ein verkommenes Subjekt, ein sozialer Psychopath, der verantwortungslos ist. Der Nazi trägt keinen Mund- und Nasenschutz, um andere vor sich zu schützen, vor seinem Aussatz. Jeder will vor dem ekligen anderen geschützt werden. Wenn der andere mich nicht vor sich schützt, muss die Polizei her. Dann muss ein Bußgeld verhängt werden. Die Maske schützt die anderen vor sich. Die Maske ist kein Selbstschutz. Die Maske ist der Ekel vor den Mitmenschen. Die Maske ist menschenfeindlich. Der Menschenfeind ist ein Misanthrop, ein Menschenhasser. Die Impfung ist kein Selbstschutz. Man wird nicht davor geschützt, krank zu werden, sondern man schützt andere vor Ansteckung, auch wenn man selbst gar nicht krank ist. Man muss seine Pflicht tun. Der Virus ist autoritär. Der Maskenmuffel-Nazi macht die Welt kaputt und verletzt Menschen. Umweltpolitik ist Antifaschismus. Die Weltuntergangsnot erzeugt eine Weltrettungsdiktatur. Die Welt, die Natur stehen über der Menschheit. Menschenrechte haben ihre natürliche Grenze. Sie dürfen eingeschränkt werden, weil es ein Rechtsgut gibt, das über dem Egoismus des Einzelnen liegt. Die Pflicht. Die Verantwortung verpflichtet. Das Heilige ist die Zukunft. Die Zukunft ist bedroht. Die Zeit läuft ab. Die Klimakrise ist Energieverschwendung. Wer Energie vergeudet, verliert Zeit, ist unsolidarisch, gefährdet die Menschheit, die Erde, die Welt, ist ein Nazi. Strom sparen ist
Dienst an der Souveränität Deutschlands. Energieeffizienz macht autark. Energieeffizienz macht unabhängig vom Dollar, weil Öl Dollars kostet. Energieeffizienz stärkt den Euro. Die Energiewende schafft ein Weltgeld, das nicht an den Ölpreis gebunden ist. Die neue Referenz für einen Geldwert ist vielleicht der Strompreis, vielleicht der Börsenwert von CO2-Zertifikaten, vielleicht der Preis für Erdgas, für Energie überhaupt, aber nicht mehr der Ölpreis allein. Einen Goldstandard wird es niemals wieder geben. Es muss etwas sein, das man theoretisch unendlich herstellen kann, das aber hergestellt werden muss. Die Produktionsmittel sind nicht in der Hand der Menschheit, sondern Privateigentum. Der Klimawandel verlangt eine Energiewende, denn die Überwärmung der Erde ist Energieverschwendung, Geldentwertung. Die Klimakrise ist ein Produkt der Produktionsweise. Der Klimawandel ist eine Hyperthermie, eine Wärmestau und eine künstliche Überwärmung. Thunberg verlangt, die Klimakrise wie die Corona-Krise zu behandeln, die Hyperthermie wie eine Krankheit zu behandeln. Der Klimawandel ist wie eine Seuche zu behandeln, um Menschen, die Natur, die Welt zu schützen. Die Erde hat Fieber. Der Klimawandel ist ein ansteigendes Fieber. Das Fieber, die Erderwärmung als Abwehrreaktion der Natur auf den Kapitalismus, die Umweltzerstörung, die Benutzung der Natur muss gesenkt werden. Die Corona-Krise ist das Produkt einer Extrapolation, einer Hochrechnung, einer Kurve, die abgeflacht werden muss. Der Klimawandel ist das Produkt einer Extrapolation, einer Hochrechnung, einer Kurve, die abgeflacht werden muss, in Relation zu einer Kurve, die anzeigt, wie die Kosten für die Reparatur und Verhinderung der Schäden durch den Klimawandel ansteigen. Die Natur ist kaputt, wenn sich die Benutzung der Natur nicht mehr lohnt. Dann ist das Geschäft kaputt, wenn die Zerstörung unrentabel ist, wenn es mehr Energie kostet, die Natur zu erhalten, als sie zu gebrauchen. Denn dann verschwendet man Energie, um Energie zu sparen. Klimaleugner leugnen nicht, dass es ein Klima gibt, sondern sie bezweifeln, dass die Erde Fieber hat, dass das Klima krank ist. Die gesellschaftlichen Verhältnisse fiebern. Greta will geführt werden in eine heile Welt. Aber die Weltrettung erlöst uns nicht von dem System, von der Ursache der Weltzerstörung. Die Weltrettung ist reaktionär konservativ. Die Weltrettung ist Standortpolitik. Die Wirtschaft ist krank. Die Staatsfinanzen haben Fieber. Die Heilung der Wirtschaft erlöst uns nicht von der Produktionsweise. Eine gesunde Wirtschaft wächst, sagen die Kassenwarte. Das Wachstum senkt das Fieber der Verschuldung, der Inflation, der Geldentwertung, des Vermögensverlustes. Die Fieberkurve bildet das Wachstum ab. Das Fieber ist die Energieverschwendung beim Wachsen. Der Konsument senkt das Fieber, indem er Energie spart, weil er sie nicht mehr bezahlen kann. Für die Natur haftet der Konsument, bis abends die Lichter ausgehen, weil man Geld spart, das man nicht hat. Jede Krise ist eine Wirtschaftskrise. Krisenmanagement, Krisenbewältigung bedeutet immer Verarmung der Arbeiterklasse. Greta vertritt das Kapital, Greta ist autoritär. Greta fordert Strafen für Umweltsünder, für Energieverschwendung. Energievergeudung darf kein Wettbewerbsvorteil mehr sein, nirgends auf der Welt, auch nicht in China. Energieeffizienz ist Produktivität. Rationalisierung bedeutet Energieeinsparung. Arbeiter sind eingesetzte Energie, die verbraucht wird. Menschliche Arbeit ist Energieverschwendung. Lohn bedeutet Energiekosten, die sind immer zu hoch. Die Arbeit lohnt sich nicht, wenn der Lohn die Erhaltung, die Reproduktion des Menschen leisten soll.